Seit vielen Wochen befindet sich nun der Erwerbslosenaktivist Ralf Böß im Sanktionshungern. Das heißt, infolge einer 100-prozentigen Sanktion hat er sich entschieden, nichts mehr zu essen zu sich zu nehmen. Das ist seine Art, um gegen die Hartz-IV-Sanktionen zu protestieren. Ich finde es erschreckend, dass jemand zu solch drastischen Maßnahmen greift oder greifen muss. Ich habe ihn besucht, mich länger mit ihm unterhalten und ihn sehr inständig darum gebeten, seinen Sanktionshungern zu beenden. Und ich habe in diesem Zusammenhang eine Bitte an Sie, Frau Nahles. Bitte suchen Sie das direkte Gespräch mit Ralf Böß. Es geht hier um ein Menschenleben, und da kann man, darf man als zuständige Ministerin nichts, aber auch nichts unversucht lassen, um dieses zu retten.